Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Plus natürlich, ne? So, ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, die Mining einzubauen. Ihr seht, hier ist leider jetzt schon ein bisschen was drauf. Das liegt vor allem daran, dass irgendwie... boah. Ich in dem Spiel jetzt so totale Vollruckler hatte, dass es einfach nicht spielbar war. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal neu geschaltet. Dann hatte ich mein OBS aufgehangen. Und dann war Feierabend. Deswegen müssen wir da leider nochmal neu anfangen. Ja, diesmal habe ich auch an den Ton gedacht. Schon mal ganz fein, denke ich. Jetzt bauen wir den Scheiß erstmal hier schön ein. Und dann werden wir anfangen, alles ein bisschen schick zu bauen. So. Der wandert erstmal hier durch. Zack. Genau, jetzt haben wir kurz hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut, pass auf, machen wir so. Da eine Tür. Da eine Tür. Hier zwei Fenster. Hier zwei Fenster. Und hier drei Fenster. So würde ich es pauschal erstmal machen. So. Ja, okay, das haben wir jetzt schon mal. Diese Maus, ne, die macht mich manchmal echt irre, ey. So, hier außen lassen wir erstmal zwei frei. Hier lassen wir mal auch zwei frei. Das heißt, wir würden hier tatsächlich dann die erste einfache Produktion wieder hinsetzen. Dazu nehmen wir mal den hier. Dann die 5. Genau, wäre die einfache Produktion jetzt erstmal wieder, dass wir bräuchten Eisenplatten. So, hier brauchen wir jetzt gleich 30 Eisenbarren, das ist aber nicht das Problem. Machen wir jetzt einmal. Zack. So, jetzt machen wir dann einmal den, 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 den. Und den. Und den. So, jetzt machen wir das hier erstmal alles ein bisschen weg. So, erstmal ein bisschen Platz schaffen hier, ne?
So, und zack, 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 zack. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft hier. Gut, jetzt hauen wir dann auch hier den Lagercontainer direkt rein. Ach scheiße, kommt er gar nicht da rein. Kommt er hier rein. Einmal. Zweimal. Jetzt brauchen wir einmal einen intelligenten Splitter. Gut, Moment, dann können wir den auch direkt konfigurieren. Also links haben wir jetzt einmal Eisenplatte. Dann haben wir rechts die Eisenplatte. Und in der Mitte der Überschuss, falls ich wieder erwarten, doch nochmal ein Zentrallager bauen sollte. Weil irgendwie läuft das Spiel heute ein bisschen komisch heute, habe ich das Gefühl. Okay, passt auf. Wir haben mal gesagt, wir wollen ja direkt ein bisschen schick bauen. Nee, machen wir nicht. Das ist Quatsch. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Hier kommt eine Tür rein. Genau wie da. Hier kommen zwei Fenster rein. Das hier wird zugemacht. Dasselbe. Oh, ey. Seht ihr das? Das ist total komisch. Läuft irgendwie absolut kacke, ey. Kein Plan, warum. Okay, hier noch zwei Fenster rein. Jetzt 1, 2, 3 noch nach oben. Und dann kommen jetzt erstmal ein Deckel drauf. So. Damit wäre Produktion 1. Schon mal wieder so gut wie fertig. So, jetzt müssen wir noch die Item-Dispenser haben. Gut. So. Jetzt brauchen wir Folgendes. Hier müssen wir jetzt oben dran machen. Ja, können wir gleich mal ganz oben ziehen. So, hier machen wir das nämlich jetzt folgendermaßen. Ich ziehe jetzt hier den Strom. Den jetzt erstmal dahin. Den nach dahin. Der geht da dran. Und der geht da dran. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch hier Strom. Perfekt. Machen wir den hier mal zu. Okay. Selbe machen wir jetzt hier.
So, jetzt würde mich aber eine Sache mal eben interessieren. Wartet mal ganz kurz. Das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Aber wir haben ja noch was in Stufe 2, ne? Den Ei zum Hopper, den müssen wir nochmal freischalten. Können wir mal eben machen. Meine Maus hängt schon wieder. Okay, gut, jetzt haben wir das schon mal erledigt. So, jetzt brauchen wir hier die erste Brücke rüber. Genau, weil da dann quasi die Eisenbahnen drüber laufen. So, jetzt machen wir die 6. Und hier oben. Ja, ich weiß, dass jetzt echt ein bisschen doof ist, dass wir dann nochmal quasi ja fast nochmal von vorne anfangen, aber mir gefiel jetzt alles irgendwie nicht. Ich will das jetzt alles direkt ein bisschen ordentlicher haben. Genau, wir machen den jetzt da rein. So, und jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt nehme ich mal kurz eine Leiter. Und baue mir erstmal eine Leiter hier hoch. Wisst ihr, was eigentlich auch eine richtig coole Idee wäre? Wenn wir... Das ist eine richtig nice Idee. Da soll ja der Lift noch nach oben hingehen, ne? Jetzt pass auf, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt mache ich hier... Coole Idee. Pass auf, Fenster rein. Machen wir nämlich Folgendes. Hier machen wir jetzt mal... Weil das Problem ist, ich muss ja irgendwie auch mal auf die Zwischendecken kommen. Richtig? Richtig. So. Ist die Frage, haben wir das schon? Nein, haben wir natürlich noch nicht. Kurz zum Hub. Wartet. So, wo ist das? Da ist das Gerät. Okay, brauchen wir noch mal kurz ein paar Rotoren. Können wir ja mal eben schnell machen. Rotor 46 können wir machen. Brauche ich denn überhaupt? Okay, passt. So, das, das, das. Okay. So, können wir bauen. Perfekt. Genau, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Dass wir hier nämlich einen Aufzug reinbauen. Aber... So. Genau. Effects, Volume, Music machen wir mal aus. Elevator Speed machen wir mal auf 2 und dann machen wir hier No Railings. Na? So, der muss nochmal 8 Meter mehr nach oben. Der muss weg. Das heißt, der geht nicht auf 8, sondern der geht auf 16. Nenn das einfach mal hier EG für Erdgeschoss. Und das hier nenne ich mal zwischen oder ZD. Z.D. Zwischendecke. Und einfach ZD, das reicht ja auch, ne, für Zwischendecke. Genau. Dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Dann ziehen wir den nämlich auch hier hin. Den nach dahin. Verbinden den mit dem. Gut, das hat dann natürlich noch keinen Strom, das ist klar. Das machen wir jetzt aber. Und das würde ich vorschlagen, könnte man eigentlich wirklich gut in jede Decke einbauen. So kommt man wenigstens an. Geht zwar ein bisschen Platz verloren,
Aber dann kann ich mir das hier nämlich sparen. So, stromtechnisch sieht es ganz gut aus. Wir sind bei fast 3000 Megawatt. Das läuft auf jeden Fall. So, jetzt bauen wir hier ein Dingens rein. Den Strom. 30 Eisenbahnen. Da ist der Strom. Der muss dann nochmal nach da hinten hinwandern. Dann haben wir den nämlich auch erledigt. Genau. Dann machen wir nämlich jetzt folgendes. Wände machen wir jetzt hier unten eine Tür rein. Und der Rest kommt hier jetzt ein Fenster rein. Aber, Moment. Ich möchte oben ganz gerne den Rahmen dran haben, dass man den nicht sieht. Genau. Und dann haben wir hier einen Aufzug drin. Und dann können wir nämlich jetzt mit der 1, zack, einmal hoch auf die Zwischendecke fahren. Und das machen wir einfach bei jedem. Das ist doch nice. Cool. Gut. So, weiter im Text. Dann machen wir jetzt folgendes. Ich verbaue nur noch diese Dreierwände hier. Nichts anderes mehr. Ja, dabei natürlich jetzt die Frage, wo wir später die anderen rausziehen. Das ist natürlich jetzt alles wieder so eine Sache. So, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal hier ein Lift. So, den drehen wir jetzt erstmal dahin. So, und davor setzen wir natürlich ein Counter-Limiter. Den stellen wir ein auf 30. So. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. War ein ganz kurzes, wichtiges Telefonat. Okay, ihr Lieben. Dann ist es weiter im Text. Wir brauchen jetzt erstmal einen Splitter. So, diesen Splitter ziehe ich jetzt erstmal von hier rein. Dann ziehen wir den hier rein. Und ich nehme jetzt hier den äußeren. Also den inneren quasi erstmal. Ziehe den erstmal hier rein. Dann wandern hier die ersten 30 rein. Und hier ziehen wir dann quasi... naja, das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Genau, da machen wir einmal in der Mitte. Zack und zack. Genau, so können wir das machen. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier das Eisen dann dementsprechend dann hochkriegen. Und so bauen wir dann einfach Stück für Stück alles wieder auf. Einmal. So, jetzt mache ich es auch direkt ordentlich. Auch wenn ich es zwischendurch immer wieder aufreißen muss. Das ist mir aber egal. So, jetzt machen wir dann nämlich dann ganz gerne, wenn ich Fan davon... den Dingern. Und die Dinger. Ah, perfekt. Gut. So, jetzt nehmen wir hier Mine Nummer 1. Und das Problem ist, wir sind auf dem, ne? Förderband. Dann wäre es vielleicht schlau, wenn wir tatsächlich erst die Mine hier nehmen. Und die quasi hier reinballern. So, jetzt aber die Frage. Ich weiß nicht, inwiefern Förderband Fusionator ich das hier hingekriegt. Moment. Fusi. Weil ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, so wie ich mir das hier vorstelle. Weil er wandert... Ach, das ist ein Ausgang, ey. Ich bin auch ein Depp, ey. Weil da war ein Fusi. So, der Ausgang muss nach da. Ich könnte den da hinsetzen. So, das könnte ja funktionieren. Jetzt haben wir den nämlich... Warum geht der da nicht rein, Alter? Will mich jetzt verscheißern, oder was? Genau das ist das Problem, dass die... Wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, pass auf, wir setzen den da drauf.
Aber das Problem ist, ich kriege hier nicht frei platziert. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, ne? Könnte ihn ja mittig hier drauf setzen, dass wir sagen, wir machen das so. Pass mal auf, machen wir mal den dahin. Das funktioniert. Okay, das ist perfekt. So, und den ziehe ich mir jetzt einmal hier daraus, daraus, daraus. Genau. Gut. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem eben ganz kurz einmal den Strom hier anschließen. So, jetzt würde ich aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich hier bin. Muss, wie auch immer. Wir haben doch irgendwo hier bestimmt eine Leiter an dem Gerät hier, ne? Dass man mal irgendwo hier hochkommt oder so. Hallo, will da hoch? Nein, komme ich nicht. Keine Chance. Ah, doch, da ist gut. Okay, das ist zu hoch. Wir gehen mal auf da. So, das sieht gut aus. Das können wir so lassen. Und dann ziehen wir den jetzt einmal. Standardmäßig sind wir auf der Höhe. Hier runter. Und jetzt würde ich ganz gerne erstmal, ja, einfach mal schauen, dass wir hier an die Ecke, dass wir hier rauskommen. Machen wir das nämlich mal so. Und ziehen den mal da rein. So. Dann machen wir nämlich Folgendes. Dann ziehe ich den nämlich da rein. Den ziehe ich da ans Eck. Auch wenn ich dann mehrere davon verbastel, aber das ist mir egal. Und den ziehe ich dann erstmal da rein. So, dadurch sollte er jetzt hier auch Strom haben. Hat er auch, wenn ich ihn jetzt einschalte, ballert er mir wie viel raus? 90. Das ist schon mal recht nice. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall schon mal erstmal mit einem MK2-Band da hoch. 6. Genau, das heißt, wir brauchen erstmal hier ein MK2-Band. Das steht schon mal ganz klar außer Frage. Zack, zack. Genau, lassen wir den einfach mal da drauf laufen. Den machen wir mal dahin. Und dann können wir noch mal einmal eins da in die Mitte setzen. Perfekt. Mal kurz auf den Aufzug warten. Aber ich glaube, ich stelle den doch ein bisschen schneller. Der ist mir echt zu langsam. Machen wir auf 3. So, das heißt, wir müssen natürlich jetzt auch hier das Ganze austauschen. Das ist schon MK2. Perfekt. Genau. Ja, super. Haben wir den ersten Part am Laufen. So, jetzt würde ich sagen, dass wir auch direkt hier nebenan direkt die Eisenstangenproduktion aufbauen. Na, das heißt, die hängen wir quasi direkt hier nebendran. Die Tür bleibt da, das ist ja nicht das Problem. Wir machen dann folgendermaßen, weil wir brauchen ja nicht viel Platz, ne? Machen jetzt einmal hier zack, den hier. Dann gehen wir auf die 5. Machen den wieder weg. Genau, dann machen wir den jetzt einmal hier schrupp, 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 da hoch. Dasselbe machen wir da. Hier kommt ebenfalls eine Tür rein.
Hier kommen ebenfalls zwei Fenster rein. Hier kommt ebenfalls eine Tür rein. Genau, ist die Frage, warum läuft die Mine jetzt nicht? Das können wir doch eigentlich jetzt schon laufen lassen, ne? Genau, schmeiß ruhig an das Ding, alles cool. Dann wird nämlich schon mal ein bisschen produziert wieder. So, dann machen wir nämlich jetzt die nämlich auch noch fertig. Konstruktor. So. Einmal Förderband. So. Gut, dann müssen wir noch mal eben den hier rüberziehen. Na, den hier hoch. Gut. Jetzt machen wir eben 5. Den, 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 den und den. Und last but not least den hier. Dann brauchen wir einen intelligenten Splitter. Zack. Wir haben gesagt, Linke wollen jetzt Eisenstangen machen, ne? Eisenstange und hier einmal Eisendraht. Zack. Überschuss. Ach. Nicht Eisendraht. Genau, eine Hohlbirne, ja. Eisenstange. So wollen wir es haben. Genau. Einmal so und einmal nicht so. So. Dann brauchen wir 2 Container. Jetzt brauchen wir wieder Rotoren. Wer hätte es gedacht. Mit dem Aufzug, das finde ich eigentlich richtig nice, muss ich sagen. Finde ich gut. Rotoren. Können wir noch ein paar machen? So, wir brauchen ja sowieso ein paar mehr Rotoren, also von daher. Genau, wenn müssen wir noch ein paar Kupferschienen holen. Also wir haben das Material und Dinger, die sind ja dann hier schnell hergestellt, ne? Das Material ist ja da. Das ist ja nicht das Problem. Genau. Ich finde das richtig cool, ey. Mir gefällt das. Manchmal hat man einfach so eine Blitzidee und dann denkt man sich so, ja klar, warum nicht? Probieren wir den ganzen Spaß mal aus, ne? Einmal. Einmal. So. Und so. Und so. Und so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Müssen wir den Strom hier reinkriegen. Na, na, brauchen wir ja gar nicht. Bin gerade ein kleiner Bewegungslegastheniker hier. So. Der wandert nach da. Der nach da. Und der nach da. Dann ziehen wir den jetzt erstmal hier hoch. Den nach da hoch. Der geht da hoch. Der geht da hoch. Der wird wieder weggemacht. Damit es rein optisch auch vernünftig aussieht, müssen wir natürlich alle machen. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier machen wir dann auch den rein. Wie habe ich da hingesetzt? Die großen Fenster, okay. Machen wir den nämlich so. Dann den weg. Da den Zweier rein. Dann brauchen wir nochmal einen Lift. Dahin.
Den haben wir auf 3. Music Volume haben wir auf 1. Erdgeschoss. ZD für Zwischendecke. 16 Meter. Ja, passt. Gut. No Railings brauchen wir. Sonst bringt das Ganze nichts. Der muss dann noch einmal nach da hin. Der nach da. Dann können wir den wieder zumachen. Der geht einmal da dran. Ja, das gefällt mir. Machen wir die 4. Dann machen wir die 1. Und dann machen wir den nach oben. Achso, ich habe den Strom noch nicht verbunden. Sekunde. So. Dann machen wir jetzt den fertig. Dann machen wir den dran. Okay, das sieht gut aus. So, dann müssen wir jetzt mal eben hier den Strom noch mal eben durchziehen. So, hier stellen wir eine Eisenstange. Brauchen wir nur 15 Eisenbahnen. Achso, mal den muss ich noch hochziehen. Genau, dasselbe muss ich auch noch mal hier machen. Da haben wir jetzt Strom. Hätte immer noch keinen Strom. Achso, weil der nicht mit dem verbunden ist. Jetzt hat er aber Strom. Gut. Wunderbärchen. Und da müssen wir noch einen Übergang drüber bauen. Das machen wir aber alles mal später. Brauchen wir noch hier die Dinger. Die Item Dispenser. So. Und so. Gut, jetzt würde ich ganz gerne... Habe ich die freigeschaltet? Habe ich noch nicht freigeschaltet. Lass uns mal eben kurz gucken. Habe ich Coupons? Ja, ich habe Coupons. Habe ich irgendwo... Da. Lalalala. Organisation. Nee. Management. No. Fundamente. Wände. Da ist es, genau. Geneigte Wände? Nein. Da. Das muss ich haben. Die nehmen wir dann auch. Dann kann ich direkt ein bisschen was umbauen. Und kaufen die beiden erstmal. Perfekt. Gut, pass auf, dann können wir jetzt Folgendes machen. Dann ist ja mein Plan, dass wir quasi das einmal so zubauen. Genau, dann haben wir das nämlich da schön eingebaut. Finde ich cool. Ich mag das. Genau, das finde ich auch ganz cool. Wie gesagt, das sieht man ja später sowieso nicht. Was habe ich jetzt noch? Genau, jetzt habe ich hier den. Wollte ich haben. Aber könnte man nicht jetzt auch hier... Fehlt. Ja. Daran sollte es nicht scheitern. Ein paar haben wir noch. Aber auch nur ein paar. So.
Genau, jetzt fehlt mir aber trotzdem noch was. Und zwar, ja, jetzt brauche ich tatsächlich die Dingens, Bögen, wie auch immer. Können wir mal eben einen Schredder bauen? Jo, können wir. Da mal eben kurz einmal Strom dran. Moment, den können wir eben wegmachen. Und den bitte einmal da dran. 3 Kupons hat er noch. Und er schreddert auch fleißig weiter, das ist gut. So, ich hätte nämlich jetzt ganz gerne einmal das hier noch. So, was mir jetzt aber noch fehlt, ist tatsächlich die Dächer. Dafür brauchen wir 6 Coupons. Aber ich muss doch irgendwo noch Coupons haben, oder nicht? Da sind keine. Da sind auch keine. Da, guck mal, da sind noch welche. Dann würde ich es jetzt ganz gerne mich auch direkt richtig machen. So. Okay, pass auf. Fundamente, Wände. So, jetzt würde ich ganz gerne eine einfache 1-Meter-Wand. Oder nehmen wir doch die 2 Meter. Wir gucken mal. Wir bauen mal eins so, eins so. Das Problem ist jetzt schwierig, das Ding da oben drauf zu kriegen irgendwie. Okay, warte mal. Immer die 2 Meter Wand. Aber dafür bräuchte ich erstmal. Hallo. Der soll nicht dahin suchen. Warte mal. Gar nicht so einfach. Das ist echt ein bisschen tricky gerade. Da war's. Aber ich finde, das hat was. Machen wir so. Perfekt. Cool. Finde ich cool. Mir gefällt's. Mhm. Ich finde, das hat was. Aber der hat immer noch keinen Strom. Achso. Der kann auch noch gar keinen Strom haben. Ne. Kann er auch noch nicht, weil er mit dem ja noch gar nicht verbunden ist. Er hier auch noch nicht verbunden ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er ballert gerade nicht. Wahrscheinlich, weil er kein Wasser mehr hat, ne? Doch, Wasser hat er, aber warum fördert er nicht?
Hä? Wasser ist doch da. Die Schlacke natürlich. Ich bin auch eine Vollbirne, ey. Klar. Ja, gar nicht dran gedacht, ey. Die scheiß Schlacke hier. Kann ja auch nicht funktionieren. Ja, bis wir die weiterverarbeiten, machen wir erstmal einen kleinen Container rein und dann werden wir mal eben gucken, dass wir einmal die und die Geschichte erstmal wieder ans Laufen kriegen. Da habe ich den, da habe ich ausgerüstet. Den nach da, den nach da, den nach da. Moment, nochmal neu machen. Den nach da, den nach da. Nein. Ah, hallo. Ah, wird schon gehen. So. Gut, jetzt machen wir da noch eben kurz die Verkabelung fertig. Für hinten. Genau, das heißt, hier können wir alles jetzt erstmal offen lassen. Das ist ja auch alles erstmal fein. Dann machen wir auch hier einen davor. Den stellen wir dann auf 15 ein. Dann, ja, würde ich sagen, weil wir ja sowieso wahrscheinlich noch weiter splitten müssen, mache ich hier direkt mal einen Splitter davor. Dann machen wir das nämlich einmal so. Das einmal so. Und das einmal so. Und das einmal so. Genau, und damit sind 45 schon mal weg und 45 haben wir noch über. Das ist doch ein Träumchen, oder? So würde ich sagen, machen wir das. Gut, dann würde ich sagen, schon wieder lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ansonsten wie gesagt, Abo nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, tschüss.